nachdem wir uns im vorigen Video damit beschäftigt haben, wie man hier die Informationen angemessen aufbereitet, werden wir uns in diesem Video noch anschauen, wie ich diese Statistik schön darstellen kann mit PowerPoint. Ich habe hier, haben wir schon einige Dinge durchbesprochen, wir haben schon Tabellen gemacht, wir haben schon Smart Arts gemacht und hier habe ich jetzt die Möglichkeit, ein Diagramm einzufügen. Das wähle ich mal aus. Und jetzt muss ich mir überlegen, welches Diagramm ich machen möchte. Ich könnte ein Säulendiagramm machen, ich könnte ein Balkendiagramm machen, ich könnte ein Kreisdiagramm machen oder ich könnte hier zum Beispiel so einen Kreisring erstellen, ich könnte so ein Diagramm machen und so weiter. Das passt hier weniger, ich habe hier zu wenig Platz. Ich würde vorschlagen, wir machen hier ein ganz normales Kreisdiagramm und klicke auf OK. Und ich erhalte jetzt im PowerPoint so eine Art Excel, kann man sagen, also so eine, ein Ausschnitt von einem Excel-Sheet und ich kann hier meine Daten eingeben. Da, hier sehe ich Verkauf und hier sehe ich Verkauf, das ist die Überschrift, die hier oben angezeigt wird. Und da hatten wir einen Anteil der Tiergruppen bei Tierversuchen, Anteil Tiergruppen bei Versuchen, geht sich gut aus. Und jetzt kann ich hier meine Tiere eintragen. Da hatte ich Mäuse, Ratten, Fische, andere. Mäuse, Ratten, Fische, andere. Die Statistik habe ich mir wirklich rausgesucht. Ich habe es sehr spannend gefunden. Ich wusste nicht, dass Fische so oft für Tierversuche eingesetzt werden. Habe mich gewundert. So, wir haben jetzt Mäuse 69,9%. Das kann ich jetzt da einfach reinschreiben. 69,9%. Dann haben wir die Ratten mit 11,3%. Dann haben wir die Fische mit 10,7% und die anderen mit 8,1%. Und damit bin ich fertig. Angenommen, ich möchte hier noch was dazu nehmen, dann sehe ich ja, wenn ich hier reinklicke, das hat ein bisschen gedauert, da wird das so blau. Ich könnte hier angreifen bei dem Eckerl und das noch eins runterziehen. Ah, da müsste ich jetzt mal was hinschreiben. Also machen wir folgendes Beispiel. Ich hätte noch Hunde mit 4%, mit 4,1% und Katzen mit 4%. Dann macht er, wie wir sehen, das ganz automatisch. Ich brauche da gar nichts runterziehen, sondern das hat er mir jetzt ganz automatisch übernommen. Ich lösche das jetzt aber wieder weg. Wir hatten hier andere mit 8,1%. Also man kann einfach weiterschreiben und er macht das vollkommen richtig. Ich könnte das Eckel dann auch aufziehen, damit das Ganze hier unten wieder passt. Gut, damit sind wir mal fertig. Jetzt kann ich das schließen mit X. Und jetzt könnte ich das Ganze hier noch ein bisschen bearbeiten, wenn ich möchte. Ich könnte hier auf Plus klicken, könnte mir zusätzlich noch Datenbeschriftungen anzeigen lassen. Das einfach anhackeln. Und ich habe hier auch die Möglichkeit, auf den Pfeil drauf zu klicken und kann mir dann auch noch auswählen, wo das sein soll. Zentriert zum Beispiel, am Ende innerhalb, am Ende außerhalb, anpassen. Dass er da überlegt, dass ich quasi, wie passt es am besten. Schauen wir mal kurz hier durch. Ich würde sagen, am Ende innerhalb geht sich hier gut aus. Zentriert passt nicht. Am Ende außerhalb könnte ich auch lassen. Vielleicht nehme ich anpassen. Oder passt es jetzt genau so, dass sich das mit die 8,10 ganz gut ausgeht. Des Weiteren habe ich hier Diagrammformatvorlagen. Da könnte ich mal draufklicken. Da könnte ich mir, wenn ich wollte, irgendeine Formatvorlage aussuchen. Die gefallen mir jetzt aber nicht so besonders, also tue ich es nicht. Und ich kann auch die Einfärbung hier noch ein bisschen verändern. Ich gehe dazu mal, schiebe das mal ein bisschen kleiner hier weg. Dann ist das da größer. Wie kann ich das einfärben? Indem ich nicht nur einmal, sondern einzeln Eckerl zweimal anklicke. Und jetzt könnte ich entweder eine rechte Maustaste machen, das geht eigentlich am schnellsten, weil dadurch komme ich jetzt hier auf Füllung und jetzt könnte ich mir hier irgendeine andere Art von Füllung aussuchen. Meine Empfehlung ist, man bleibt hier immer bei den sogenannten Designfarben, weil die passen optisch zu den ganzen Farben, die hier in unserem Design, das wir hier insgesamt ausgewählt haben, dazu passen. Und dann könnte ich eben hier jetzt da irgendeine andere Farbe mir aussuchen. Das gleiche ist, ich könnte die Konturen wechseln. Also ich könnte, wenn ich nur einmal anklicke, ist immer alles markiert. Rechte Maustaste, jetzt könnte ich zum Beispiel die Konturen umfärben auf Gelb, auf Violett. Könnte hier bei dem Weiß bleiben, ich könnte es auf Schwarz färben und so weiter. Man sieht auch, dass ich unten hier automatisch bei Ratten, Mäuse, Fische die Farbkästchen verändern. Ich könnte auch die Stärke der Linie verändern. Also jetzt habe ich hier wesentlich dünnere Linien. Das gefällt mir vielleicht sogar besser als dieses dicke Ding.
Dann nehmen wir das hier. Ja. Gut, und damit ist das Ganze schon mal relativ schön. Ich könnte, glaube ich, auch rechte Maustaste. Ich könnte theoretisch auch hier die Schriftgröße verändern. Zum Beispiel nur auf 9 gehen. Dann kann man das Ganze hier oben ein bisschen besser lesen. Auch hier unten könnte ich hinklicken. Auch hier könnte ich dann die Schriftgröße ein bisschen verändern. Also man kann hier schon einiges machen. Und das war es jetzt einmal. Ihr könnt euch da einfach damit spielen und ein bisschen durchprobieren. Ein bisschen Dinge versuchen, auch später dann bei der Übungsaufgabe.